Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls. Ich hatte in der letzten Aufnahme gesagt, dass wir in dieser Aufnahme in die Welt von Ariamis gehen werden und dass ich dort dann ein paar Dinge ausprobieren möchte. Das möchte ich an dieser Stelle aber erstmal widerrufen, denn während des Ansehens der letzten Aufnahmen ist mir nämlich eingefallen, dass es in Schandstadt noch einige nützliche Dinge zu holen gibt, wo ich anfangs ja gesagt habe, nee, brauchen wir nicht. Erstmal nicht. Aber mir ist auch durch das Anschauen anderer Videos, zum Beispiel von Ariak, der letztens, oder das ist schon ein bisschen älter, das Video, da hat er erklärt, wo alle Fundorte der Pyromantien sind. Und deshalb werden wir jetzt erstmal Quelana, heißt die so? Ich weiß gar nicht genau, wie die heißt da. Also die sitzt da im großen Sumpf rum und verkauft uns dann auf jeden Fall noch ein paar Zauber, also Pyromantie-Zauber, und kann uns dann auch noch beim Aufwerten unserer Flamme helfen. Gut, Gemeinde der... Nee, das ist falsch. Katakomben, bla bla bla. Die Tiefen, da würde ich gerne anfangen, denn auf dem Weg möchte ich mir nämlich noch innere Kraft holen. Die könnte für das eine oder andere Match gegen einen Boss sehr von Vorteil sein. Denn das ist so eine Art aufpuschender Zauber, der uns ein wenig stärker macht. Warte mal, ich muss ganz kurz gucken, ob ich dort die Items aufgesammelt habe. Greif mich bitte nicht an, Ratten. Das wäre jetzt nicht so ehrvoll. Okay. Jetzt können wir loslegen. Oh, what the fuck? Hat die sich gerade teleportiert, die Ratte? Also das sind ja mal wieder schmutzige Tricks heute. Hätte ich echt nicht gedacht. Ja, die Axt hatten wir geholt. Es gibt noch eine Waffe auf den Weg in die Schandstadt. Allerdings nicht, wenn wir diesen Weg gehen. Da muss man schon über New Londo dann durch den Ausgang quasi, also der Schandstadt-Ausgang. Ne, da müsste man dann eigentlich durch, weil es dort diese Menschenesser oder diese keulen, schwingenden Riesen gibt, sage ich mal so. Es sind keine Riesen, aber sind schon ziemlich groß. Und die haben diese Keulen. Und eine davon würde ich gerne haben, und zwar die große. Da braucht man dann irgendwie so 28 oder waren es 26 Punkte in Stärke. Und dann kann man diese auch führen. Und die macht einen ordentlichen Schaden, wenn man die voll aufgerüstet hat. Und hat auch ein schönes Movement. Rate. Ah, schade. Nur ein Jaucheküchlein, aber... Es kommen ja noch ein paar von denen. Na komm her, Freund. Ich versuch mal einen Parry. Ach, schade. Da stand ich jetzt ein bisschen zu weit links. Auch nur ein Jaucheküchlein. Naja, diese Jaucheküchlein kann man halt auf andere Gegner werfen. Vorzüglich auf NPCs. Und dadurch kann man diese dann vergiften. Ach, verdammt. Ich würde gerne so eine Keule haben. Oh, jetzt reagiert das Gamepad wieder nicht. Das ist natürlich nicht so toll. Diesmal werde ich auch keine Abkürzung nehmen. Denn, obwohl, die könnte man eigentlich nehmen. Nee, ich glaube, ich lasse das lieber. Ich nehme diesmal den sicheren Weg. Denn sicher ist sicher. Alter, übertreib nicht.
Gute Nacht, Kumpel. Oh, schade, ich dachte, der fällt runter, aber okay. Hab ich die Abkürzung letztens gar nicht genommen? Weil ich das Iaito gar nicht aufgesammelt habe. Soll ich es wagen? Ach, stimmt ja, ich bin ja gar nicht von dieser Seite gekommen. Oder? Nein, bin ich nicht. Ich bin ja wieder hochgegangen, um mir die Pyromantie-Zauber von Laurentius zu kaufen. Eieiei, da habe ich hier ja ganz schön schlampig was hinterlassen. Dann wagen wir es einfach mal. Boah. Okay, das ging nochmal gut. Das Iaito ist so ähnlich wie das Uchigatana. Macht auch Blutungsschaden und ja, für ein Dex-Build ist das ganz nett. Kann man machen. Muss man aber nicht. So, holen wir uns jetzt erstmal nur die wichtigen Sachen. Ja, benutzen bitte. Dann rüsten wir mal hier just so das Leuchtfeuer auf. Stimmt, ich bin keine Hülle. Ich verklicke mich jedes Mal. So ein Mess. So, mit 20 menschlich... Quatsch. Mit 20 Estus Flakon geht's mir doch direkt viel besser. Ich meine natürlich... Jetzt geht's mir viel besser mit 20 Estus Flakon. Kleiner Fehler in der Matrix gerade eben. So, jetzt ist es nicht mehr sehr weit bis zur inneren Kraft. Dazu müssen wir, glaube ich, hier hoch. Den genauen Weg habe ich gerade nicht so im Kopf. Ich mache das alles immer so nach Gefühl. Geronimo! Kumpel. Ach, schade, ja. Ich finde das so geil, wenn man Gegner hier runter kickt und dann fallen die einfach mal gefühlt endlos in die Tiefe. Seele eines Kriegers. Dann müssen wir hier wieder hoch. Oder müssen wir weiter runter? Ich glaube, wir müssen sogar weiter runter. Die Schattengamaschen machen wir hier. Stimmt, wir müssen mal da runter. Das bringt's doch nicht. Kann ich... Nee, ich... da kann ich nicht rauf, sonst... fall ich dann wahrscheinlich endlos in die Tiefe. Wie Harry Potter, und da habe ich echt keine Lust drauf. Ah, verdammt. Lass das. Das ist unfair. Du Ehrloser. Zum Glück haben wir hier unser Uchigatana. Unser schönes Blitz-Uchigatana, was natürlich ordentlich Schaden raushaut. So, und da unten holen wir uns gleich die innere Kraft weg. Bei diesem riesen Eiterpickel oder was auch immer das darstellen soll. Hier gibt es natürlich viele Seelen, die man aufsammeln sollte. Denn gerade für den ersten Durchlauf sind Seelen einfach unverzichtbar. Und man kann nie genug davon bekommen. Selbst im New Game Plus. Gerade im New Game Plus sollte man gucken, dass man auf genug Seelen kommt, damit man auch ordentlich aufleveln kann. Hallo, nicht schlagen. So, wie war das denn? Da musste ich nicht lang. Ich glaube, ich muss noch ein Stockwerk höher. Und zwar zu diesem Schamanen-Heini oder... Nee, das ist hier... Mir fällt das Wort gerade nicht ein, dieser Blasebalg-Typ. Aber aus dem machen wir jetzt mal eine Pustblume. Kollege, jetzt hat es sich ausgepustet. Nach. Oh, ich glaube, ich würde... Oh, nee, da komme ich jetzt so nicht hin.
Egal, es geht weiter. Kollege, nicht schl... Okay, ist okay. Wenn du keinen Bock auf mich hast, dann geh einfach. Spring in den Tod oder mach sonst was. Ist mir egal. Kollege, was ist los mit dir? Spring! Oh, hätte er mich jetzt getroffen, dann wäre das ziemlich böse ausgegangen. Ja, Pech für dich, Kollege. Hast dir wohl anders gedacht, hä? Ah, die geile Sau, die werfe ich jetzt mal direkt da runter. Und dann machen wir aus ihr ein schönes Barbecue. Das hat er sich gedacht und... Tja, es ist anders gekommen. Nicht mit mir. Nicht mit dem Commander. Oder Frau Commander. Wir wollen ja politisch korrekt bleiben. Boah, da ist schon wieder so ein Blase-Heini. Na komm, stier! Ist der denn? Ist er gestorben? Pyro, innere Kraft. Die ist halt echt geil, wenn ihr gegen Bosse kämpft. Aber natürlich, da sollte man schon ein bisschen mehr Lebensenergie haben. Denn sonst... Also das zieht pro Sekunde, glaube ich, so 5 Punkte Lebensenergie ab. Und naja, dafür gibt es aber auch ordentlich Werte auf Angriff. Muss man einfach ein bisschen aufpassen mit. Na, das war natürlich dumm. Halt deinen Mund! Dass die immer so rumschreien, ey. Das ist doch... Also mitten im Kampf, stellt euch das mal vor. Das macht man doch nicht. Da ist man doch total angreifbar. Naja, das ist halt... Manche Gegner in Dark Souls sind etwas zurückgeblieben. So wie diese Riesenbabys, die ihr gerade gesehen habt. Da unten gibt es noch eine Peitsche. Ob ich mir die hole? Ah, kann ich schaden. Wieso nicht? Geht's hier noch runter? Und dann trinke ich mal einen Schluck. Damit ich nicht weggekickt werde, wenn die Gegner mich gleich angreifen. Na komm schon. Aber ich würde echt gern noch so eine große Keule haben. Also die haut echt raus und im PvP ist sie auch unschlagbar. Naja, was heißt unschlagbar? Sie ist ziemlich gut. Aber gerade im PvP, die macht. Diese Keulen verursachen auch Giftschaden. Ist jetzt zwar für PvE nicht so nett. Oder nicht so vorteilhaft, weil ich kenne kaum Gegner in diesem Spiel, die dafür anfällig sind für Gift. Bis auf NPCs. Naja. Wie gesagt, PvP ist die echt nützlich. Es wäre natürlich am liebsten, wenn man manche Waffen hier in Dark Souls noch so ein bisschen modifizieren könnte. Das heißt, wenn man zum Beispiel in diese Keule einfach mal Nägel reinpacken könnte, so dass anstatt Giftschaden Blutungsschaden macht. Also wie so ein Baseballschläger, den man so ein bisschen aufmotzen tut. Da gibt es ja auch so ganz verrückte Leute, die manchmal der Meinung sind, sie müssten da Nägel reinpacken, damit die noch mehr Schaden verursachen, die Baseballschläger. By the way, ich hatte ja... Hab ich das jetzt erzählt? Ich weiß es gerade gar nicht. Die Clown wollte ich mir ja ursprünglich kaufen, aber dann habe ich halt auch gesehen in der Wiki, dass die nicht so toll sind vom Schaden her. Aber das gleicht sich ja wieder aus durch die Schnelligkeit, mit der man die schwingen kann. Das Problem ist nur, ich habe ja Shiva getötet, der Typ vom Finsterwurzwald-Clan. Und dementsprechend
ist er jetzt nicht hier in der Schandstadt? Naja, egal. Ich bin eigentlich recht zufrieden mit meinem Chigatana. Mit meinem Korrektur-Blitz-Chigatana. Ah gut, genug über Waffen geredet. Jetzt widmen wir uns der Pyromantie. Aber vorher werde ich hier nochmal den verrosteten Eisring anlegen. Denn nun werden wir uns hier ein paar... Wait, what? Sollte die hier nicht normalerweise sitzen, wenn man Pyromantie-Flamme plus 10 hat? Fehler in der Matrix. Komisch. Okay, dann muss ich die wohl bis plus 15 aufleveln. Das heißt erstmal wieder farmen, farmen, farmen. Aber okay, ich muss mal kurz... verdammt. Die Gegner hier umbringen. Verdammt. Na egal. Komm. Jetzt wirf hier nicht rum, Kumpel. Greif an. Oh, Mann. Das ist unfair, Kollegen. Sowas macht man nicht. Ah, er hat was gedroppt. Das ist gut. Ich glaube, hier gibt es auch eine Waffe, oder? Ist das nicht sogar die große Keule? Ah ja, oh, die Riesenkeule, geil. Vielleicht mal angucken. Aber bevor du... Obwohl, lass mich mal gerade zurück zum Leuchtfeuer. Dann werde ich nochmal zum Feuerbandschrein gehen. Gucken, ob ich die Pyromantie-Flamme jetzt auf plus 15 kriege mit meinen paar Seelen, die ich hier habe. Und dann werden wir nochmal zurück in die Schandstadt gehen. Wo ich mich dann auch noch den Chaos-Eid widmen werde. Und dann denke ich, werde ich auch Quelana gegenüberstehen und mir die Pyromantie holen, die ich so gerne haben möchte. Mann, ist ja ganz schön leer hier. Ach, hier. Siegmeier müsste jetzt eigentlich auch in der Schandstadt sein. Den können wir ja gleich, wenn ich es nicht vergesse, nochmal besuchen. Oh, hello there. Hallo. You've been a stranger these days. Why? Tell me that. I see. In any case, I apologies, my forget that I... Wenn ihr jetzt ja gesagt hättet, dann wäre er runter in die Schandstadt gegangen und wäre zur Hülle geworden. Das möchte ich ihm ganz gerne ersparen. Ja. So, hier. Boah, 22.000 Seelen. Mein Gott, das tut manchmal so im Herzen weh. Na, schauen wir mal, ob wir die zusammenkriegen. Ich meine, wir haben ja ein paar Seelen jetzt. Aber ich bezweifle, dass diese reichen werden. Ich möchte es natürlich gerne hoffen. Ah, es ist immer noch ärgerlich, dass ich Framp verärgert habe. Jetzt hätte man ihm so nutzloses Zeug geben können, da hätte man auch ein paar zerquetschte Seelen für gekriegt. Ist jetzt zwar auch nicht so viel, aber immerhin ein paar Seelen. 16.000, ich hab's doch gewusst. Das reicht einfach nicht. Ach, genau, eine Sache, die wir gerade noch machen müssen. Naja, nicht müssen, aber können. Ihn hier umbringen, denn sonst ist die, Maid da oben, die jetzt in der Untotenkirche da rumhängt, tot. Weil, ich verstehe die Geschichte hinter alledem nicht so ganz, aber wenn ihr ihn nicht tötet, dann ist die Frau halt tot. Das kam einem ja von Anfang an nicht ganz koscher vor, weshalb er diese Gruppe nicht mit in die Katakomben begleitet hat. Weshalb er hier geblieben ist. Das ist ja irgendwie nicht ganz koscher. Da hat man schon so das Gefühl, dass er mit Patches so ein bisschen zusammenarbeitet. Oder irgendwie sowas ähnliches. Das sind jetzt Verschwörungstheorien, aber irgendwas fühlt der Torolund hier, oder wie auch immer der heißt, dieser Petrus hier im Schilde. Und deshalb werde ich jetzt Arrivederci sagen.
by the lords! You damn fool! No! This can't be. It can't end like this. Natürlich. Natürlich kann es so sein. Und so kann es auch enden, wenn du dich 2 Meter vor mir direkt heilst, mein Freund. Du warst extrem angreifbar. Da solltest du echt mal drüber nachdenken im Jenseits, wie du im nächsten Leben einfach mal richtig kämpfst und dich nicht mitten im Kampf heilen tust. Oder du legst dir Estus Flaken zu. Denn da dauert die Animation nicht so lange, Kollege. Haben wir uns verstanden? So, nehmen wir hier mal die Menschlichkeit auf. Kann man ruhig mal nehmen. Gab's hier eigentlich noch was? Nee. Leider nie. So, dann gehen wir mal kurz die Frau besuchen. Und dann schauen wir mal, ob sie überhaupt noch lebt. Weil das wäre ja jetzt extrem ärgerlich, wenn wir sie erst befreit haben. Und dann wird sie einfach hinterrücks, ohne dass wir es mitbekommen haben, ermordet. Das möchte ich nicht hoffen. Deshalb, wir müssen echt gucken, dass sie noch lebt. Ansonsten haben wir sie gerade gerecht. Ach nein, wir sind zu spät. Sie ist tot. Oh, das ist ärgerlich. Oh, schade. Das ist echt ärgerlich. Ah, Gott. Ich hasse sowas. Hilflosen so etwas anzutun. Also, naja, was heißt Hilflosen? Also, so Personen, die sich nicht so gut wehren können. Ich meine, klar, die schienen auch echt gut drauf zu sein und hat wahrscheinlich das eine oder andere Wunder drauf gehabt, mit denen sie sich verteidigen kann. Aber gegen jemanden wie Petrus war die doch nicht gewappnet. Also echt, das ist... Ah, ärgerlich. Ich wünschte, ich könnte Petrus jetzt noch ein zweites Mal töten. Einfach um meinen Rachedurst zu stillen. Alda-Rüstung. Ich habe gehört, bei Frauen soll die jetzt extrem anzüglich aussehen. Oh. Ja, geht, ne? Kann man machen. Oder waren das die Beine, die da so... Ich darf euch das, glaube ich, nicht zeigen. Das habt ihr nicht gesehen. Blechrüstung möchte ich gerade nicht. Ziehen wir uns die mal wieder an. So. Ja, jetzt müssen wir gucken, dass wir 25.000 Seelen nochmal zusammenkriegen. Oder wie, was auch immer die Dales nochmal von uns haben will. Ach Gott. Oder wir gehen erst in die Welt von Ariamis und killen die dann gerade schnell. Ich meine, die wichtigsten Sachen haben wir ja jetzt. Ja gut, dann gehe ich jetzt nochmal schnell zum Chaos-Eid. Meld mich dort an. Denn wenn ihr euch da anmeldet, kriegt ihr noch so einen großen Chaos-Feuerball. Der ist auch ganz cool, der macht ordentlich Schaden. So. Blitzschweiß brauchen wir aber nicht. Alles. Ah, wo haben wir hier? Tochter des Chaos. So. Ach ja, den habe ich auch umgebracht, aber der Charakter hier, der ist auch recht uninteressant für mich. Bei dem hätte man halt noch, wenn man... Also es gibt eine Möglichkeit, bei dem zu kaufen. Und zwar, wenn ihr so ein Ei auf dem Kopf habt. Dieses Ei bekommt ihr, indem ihr euch von diesen kleinen Würmern attackieren lasst. Ne, nicht direkt von den kleinen Würmern, sondern von diesen Charakteren, die schon Eier auf dem Rücken tragen. Die haben manchmal so eine Animation, so ein Angriff, wo dann ein Wurm aus diesem Ei kommt und euren Kopf angreift. Und wenn
wenn alles erfolgreich abläuft, dann kratzt der Charakter sich öfters mal am Kopf. Und irgendwann wächst da ein Ei heraus. Und dann könnt ihr bei dem Typen da einkaufen. Aber der verkauft nur so Sachen wie, also so Giftzeugs. Was ja, wie gesagt, für PvE recht uninteressant ist. Für mich jedenfalls. Aber gut, melden wir uns hier mal kurz an. Hallo, Fair Lady. Ja, ich möchte euch bis in den Tod dienen. Aha, großer Chaosfeuerball. Nice. Den rüste ich mal gerade aus. Hallo? So. Diese ganzen Chaos-Sachen hier, die brauchen an sich meistens zwei Slots. Ja, hier seht ihr es. Unter Pyro zwei Slots. Ja, muss man schauen, ob es einem das wert ist, dafür zwei Slots aufzugeben. So an sich sind die halt doch schon ganz nett. Die kann man natürlich auch gut als Finisher nutzen. Erstmal einen Gegner richtig schön mit dem Schwert bearbeiten und dann ja, haut man einfach mal so einen großen Feuerball raus. Das hat so ein bisschen was von Black and White. Kennt das einer von euch? Black and White 1 und 2. Da konnte man ja auch manchmal so Feuerbälle beschwören quasi und dann auf gegnerische Dörfer oder auch mal vorzugsweise auf das eigene Dorf, wenn man einfach mal Spaß dran hatte, zu sehen, wie die Menschen dann leiden. Ach, Black and White, es war eine geile Zeit. Ja, müsste ich eigentlich auch mal wieder spielen. Vielleicht könnte ich das ja auch mal let's playen. Black and White 2 müsste ich hier sogar noch irgendwo rumliegen haben. Aber Black and White 1 ist immer noch eines der geilsten. Es hat einfach noch so diesen Oldschool-Effekt. Weiß nicht, da geht einem jedes Mal das Herz auf, wenn man auch dieses Lionheart-Logo sieht. So, ich denke mal, sie sitzt immer noch nicht dort. Das ist natürlich recht doof. Und ich hoffe, dass die mich jetzt hier nicht angreifen. Da habe ich auch nicht so wirklich Lust drauf, gegen die zu kämpfen. Ich muss die Pyromantieflamme wirklich bis plus 15 aufleveln. Ach, das ist Mess. Aber gut, wir schauen, ob Sigma jetzt da hinten rumsteht. Dann können wir dem mal kurz helfen. Meinem alten Kumpel helfe ich doch gerne. Da hinten liegt auch noch was Interessantes. Aber so wie es aussieht, ist der nicht dort, oder? War hier noch was? Nein, hier. Hier gibt es auch noch eine Pyromantie. Giftnebel und. Na, dann hier halt so die Stoffrobe und. Beziehungsweise der Stoffanzug. Kann man machen, wenn man aussehen möchte wie ein. Hinterwäldler, ich habe da jetzt nicht so wirklich Lust zu. Da hinten stand da, glaube ich, irgendwo. Tolle Aussicht. Ja, es geht. Ach nee, ich glaube, der meint die. Ja, ist jetzt nicht die beste, aber kann man machen. Ah, und da hinten steht er. Mein Lieblingscharakter. Ah, too close. Too close! So nice. Ich liebe ihn einfach. Der hat es mir mit seinem Too Close echt angetan. Upsala. Ach komm, nicht gewalttätig werden hier. Na, droppt ihr was? Leider nein. Schade. Hey Siegmeier! Kollege! Was geht? Excuse me, I was so absorbed in thought I just drifted away. You see, I'm actually in a bit of a fix. I've made it this far. But I'm short on antidote moss for the trip back. By my knighthood, I'm ashamed to ask.
but can you spare a few scraps of moss? Ja, natürlich, für dich doch immer. Fantastic. Thank you. A saint you are. This Knight of Katarina expresses his deepest gratitude. I shall not forget this. Please, take this. A symbol of my appreciation. Ah, danke dir. Ist jetzt zwar nicht ganz so mein Ding, aber trotzdem, danke. Well, our fates do seem entwined, don't they? Perhaps this, too, is the will of Lord Gwyn. Ach, ich liebe dich. The poison swamp. It's like quicksand in there. Treibsand. Treibsand. The poison. Ja. Alles klar. Siegmeier, wir sehen uns, ne? So, mach's gut. Da hinten gibt's noch was zu holen, das möchte ich gerne haben. Geh mir bitte aus der Sonne. Wohl. Oh. Nein, nein, Siegmeier. Ich hoffe, zur Not kommt er vorbei und hilft mir. Aber es ist ja gerade nochmal gut gegangen, von daher. Achtung, vor dir links. Okay, ja, die habe ich schon gesehen, aber schade, da kann man leider nicht hin. Ich werde jetzt versuchen, ganz langsam hier lang zu gehen, damit die mich nicht erfassen. Oh, wow, what the fuck? Ach, das meinte er mit links. Verdammt. Meine Waffe ist in Gefahr. Heilige Scheiße. Lach. Oh. Oh, die sind ja echt anfällig gegen Blitz. Ah, verdammt. Die Keule könnte ich... Obwohl, lass mich mal lieber gerade einen Moosbüschel hier nehmen. Oder einen Moosklumpen. Dann fühle ich mich sicherer, während ich euch ein bisschen was erzähle. Nicht, dass ich hier gleich am Labern und am Labern bin und dann... sterbe ich einfach mal durch das Gift. Das wäre nicht so toll. So, die Riesenkeule. Hier. Braucht natürlich 28 Stärke. Ja, das ist... Das muss man sich jetzt überlegen, ob man das machen möchte. Aber wenn man die jetzt noch... ich sag mal, mit Blitz nochmal aufmotzt. Ey, obwohl, was habe ich denn für eine Scheiße erzählt? Die macht gar keinen Giftschaden. War das die... Das war, glaube ich, die kleine Keule, oder? Da habe ich euch ein bisschen Scheiße erzählt, tut mir leid. Das muss die kleine Keule gewesen sein. Weiß ich gerade nicht mehr so genau. Auf jeden Fall, wenn man die jetzt noch mit Blitz aufmotzt, auf plus 5, dann haut die auch ordentlich Schaden raus. Natürlich ist das so eine Waffe, die man eher so plus 15 normal aufmotzen sollte, weil man die dann auch noch verzaubern kann. Joa, aber ihr seht ja auch hier, skaliert, hat B in Stärke drin, skaliert also ziemlich gut. Wenn ihr ein Strength-Build machen wollt. Ja, ansonsten hat die echt geile Werte so.